Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich weiß nicht, wie man die Blumen anpflanzt. Und heute werden wir schlafen. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Silber herzustellen, mit der wir dann das letzte neue Gebäude machen können. Und ich habe schon wieder Hunger, ich dreh durch. Ich muss ein bisschen Kuchen rein hier, das passt schon. Vielleicht kochen wir mal wieder was, ne? Küche. Käse. Brot. Ein Süppchen könnte ich machen. Pilzsuppe. Da machen wir viel davon. Brot, dafür brauche ich Öl. Ich kann eine Menge Öl herstellen. So. Und dann machen wir auch ein bisschen Brot. Aus dem Brot machen wir Sandwiches. Aus der Milch machen wir Käse. Und wir machen mehr Sandwiches. Das ganze Zeug verbraten, was wir hier machen. So. Oh, Pizza. Dann brauchen wir. St Oh, ich habe keinen Weizen mehr. Kacke. Naja. Aber was? Schon wieder? Ey! Ist dein Hähnchen verbrannt? Du doofe Pflanze, sag mir lieber, wie ich das Zeug anpflanzen soll. Ich meine, es ist schön gut, dass ich den Loot bekomme, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Jetzt habe ich zwei. Wow. Zwei Samen, wo ich keine Ahnung habe, wie ich die anpflanzen soll. Ja, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich frage Google. So, wie heißt er? Wie heißt das Zeug? Chrysanthemensamen. Okay, ich habe ein bisschen recherchiert und wir brauchen anscheinend einen Topf, den wir nicht haben. Ein Topf, den wir nicht haben. Der müsste dann hier in der Werkstatt wahrscheinlich gemacht werden, irgendwo hier. Oder nee. Hier. Das hier oder das hier. Machen wir uns eine Feuerstelle. Holy shit. Machen wir das neben dem Stein hier. Nee, neues Rezept, Fackel. Alkohol. Ja, davon kann ich zwei herstellen. Alles ist in Ordnung. So, wir kommen voran. Brauchen wir noch die bessere Axt, ne? Hab ich dich, du Sack. Yuki, die Patrouille sucht nach dir. Du musst aufhören zu stehlen. Miau, ich kann es nicht lassen. Es liegt in meiner Natur. Du musst den Drang überwältigen, sonst bekommst du Ärger. Okay, ich tue es nie wieder. Wirklich? Miau. Was sollte ich für sie noch machen? Scheiße. Ah, da war ja was. Oh, es geht. Okay, alles gut. Hat er gerade noch gepasst. So, Halskette. Da ist sie. Wie schön er ist, so funkelnd. Er gehört dir, probier ihn an. Oh, ich bin so hübsch. Sieh mich an, Menschenjunge. Was für eine süße kleine Katze. Ich sehe den Anhänger nicht mal. Du hast dir einen Katzenkuss verdient. Einen Kuss, das ist nicht nötig.
Was hat mir Erfahrung gegeben? Es war ein Erfahrungskuss. Keine Aufträge. So, wir kaufen uns einen Unsichtbarkeitstrank. Ich meine, ich habe das Geld und dann kaufen wir uns den Limatsch. Und Silber kaufen wir uns auch noch. Damit kann ich leben. Und ein Gulliver-Trank. Alles, was wir nicht haben, wird gekauft. Danke, tschüss. So, wir haben 5 Silber. Damit können wir doch bestimmt jetzt den Kristall aufbessern. 10 Silber. Das Feuer brennt die ganze Zeit oder habe ich es angemacht? Na egal. Wir kriegen ein Level-Up, deswegen schlafen wir einfach mal kurz. Kraft und Ausdauer. Ah, nehmen wir Kraft. Kraft kann nie schaden. So, wir sind hungrig. Ziehen wir uns eine Steinpilze rein. Steinpilzsuppe rein. Und wir können zurück in die Mine. Was auch immer du bringst. Vielleicht ist das... Macht der Regen vielleicht? So. Neue Sonnenblumen anpflanzen. Geil, ich habe kein Heu mehr. Kacke. Muss ich mir wieder was organisieren. Mal gucken, wo wir Stroh herbekommen. Ansonsten haben wir ein Problem. Ja, ich lasse die Steine jetzt hier, ganz ehrlich. Ich brauche die nicht. Okay. Wir sind jetzt einmal rumgelaufen und haben festgestellt, dass ich kacke bin in Orientierungssachen. Na, ich laufe richtig. Ich möchte nämlich in die Mine und mal wieder die Mine aufräumen. Pilz. Au! Lass mich doch erstmal mit einer Waffe auswählen. 3 von diesen Pilzen. Aber ich muss sagen, die Gegnervielfalt ist ziemlich krass. Zack. Hi. Bin vergiftet. WTF. Jetzt sterbe ich dadurch bestimmt noch. So, den Pilz nehmen wir mit. Okay. Das Gift hält nicht mehr an. Ein Trank. 2. Netter Loot. Stimmt, wir können die Steine auch beseitigen, ne? Ich habe auch keine Ahnung, was diese Fackel bringen soll. So. Und das war's auch schon. Traurig, aber wahr. So, Mine ist geplündert. Wir müssen jetzt wieder auf den Piraten warten. Und ich würde sagen, damit gehen wir zurück nach Ancora und werden da versuchen, die 3 Eiswesen zu besiegen. Obwohl, ich muss noch die Blume... Das kriege ich auch nicht hin. Na komm, wir gehen zurück. Und pflanzen erstmal noch weitere Auberginen ein. Das passt schon. Na komm, was soll's. Hast du einen Auftrag für mich? Hey. Der kleine See auf Dailand wirkt sehr ruhig. Und Angeln entspannt mich. Mir ist eingefallen, dass du einen Steg bauen könntest, dann könnten wir beide angeln. Ich helfe dir. Schau, es würde etwa so aussehen. Steg. Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Wo ist der See? Da. So, wir brauchen einen Steg.
Angestelle ermöglicht es dir. Ja, dann. Oh, den, oder fehlt mir irgendwas? Benutze einen Hammer. Auf dem Sand des Sees. Keine Ahnung, dann mache ich die hier erstmal weg. Vielleicht sind die einfach im Weg. Hä, benutze einen Hammer auf dem... Ach so. Jetzt habe ich es gecheckt. Vier Seile. Oh Gott. Aha, das dauert ewig. Okay, okay. Wir haben ein neues Ziel. Wir müssen die Auberginen durchkriegen. Bevor wir nach Ancora weiterreisen. Wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz... Ach, der ist schon leer. Ganz, ganz viel von dem Seilzeug, was wir anpflanzen können. So. Zack. Der bessere Eimer macht bestimmt, dass viel mehr Zeit verstrichen geht, wenn wir es gießen, ne? 100 pro. Und 11 Minuten auf 6 Minuten. Oder 7 Minuten. So, siehst du mal, die sind schon fertig. Dann Baumwolle. Oh, ich habe nur den einen. Och, ernsthaft? Sucht euch ein Hobby. Oh, diesmal seid ihr zu zweit. Traut ihr euch nicht mehr alleine gegen mich oder was, ne? Das heißt, wenn ich das Hähnchen hier abfackel, oh, geht nicht. Ich muss sagen, ich hatte schon sehr viel Glück, dass ich mit dem Meteor ein Hähnchen getroffen habe. Ach, siehst du mal. Okay, die beiden waren ja schon leer, ne? Na gut. Die eine Minute haben wir Zeit. So. Heute Gartenarbeit, Freunde. Ganz entspannte Gartenarbeit. So. Solange können wir mal errechnen, wie viel ich brauche. Also. Wir brauchen für ein Seil 3 Fäden. Wir brauchen noch... Warte, wir brauchen noch... Wie viele Seile haben wir? Ein Seil haben wir. Ignorieren wir einen Faden, brauchen wir 6 Fäden. 6 Fäden. Das heißt, wir brauchen... 12 Baumwolle, ja, das geht ja nicht schnell. Oh, Besuch. Kannst auf dem Hähnchen landen. Das stört ihn nicht. So, solange wir mit ihm quatschen, können wir das hier gießen. So, was hast du im Angebot? Gib mir mal deine Larven. Ich brauche 9 Weizen. Ja, gib mir mal den Reis, den habe ich noch nicht. Wackelpudding, Pfannkuchen. Nehmen wir 2 von denen. Sieht doch gut aus, danke. Hast du einen Brief für die sichere Durchreise auf dem Planeten Ancora? Ja, Moon bringt mich dorthin, wenn ich sie bitte.
Großartig. Bring mir bitte eine Art Pilz, die nur dort wächst. Kannst du mir beschreiben? Er ist pink, kann hohen Temperaturen nicht standhalten und hat einen bitteren Geschmack. Okay, ich versuche ihn zu finden. Ich habe ihn schon. Bitteschön. Ist das der Pilz, den du brauchst? Ja, genau. Hier, bitte, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, ein bisschen Geld. Naja, hau rein. So, Baumwolle. Ah, das mit der Baumwolle wird jetzt nicht so lange dauern. Wir sind ja recht fix dabei. So, einmal Wasser für dich. Einmal Wasser für dich. Huch. Jetzt kommen sie alle immer im Doppelpack, ne? Zauberer! Ich habe nach dir gesucht. Wo steckst du? Wo versteckst du dich? Ah, oh, schon wieder dieser Quido. Brr, wo ist meine letzte Öllieferung? 3 Flaschen wie vereinbart. Bram, ein Magier kann seine Zeit nicht damit verschwenden, Sonnenblumenöl herzustellen. Zaubertränke sind viel wichtiger. Zaubertränke machen nicht satt. Schau, er ist ein sehr fähiger Junge. Sicherlich kannst du ab jetzt an Öl bei ihm bestellen. Hier, bitteschön, Akko, das Rezept für Öl. Kenn ich doch schon. Tu mir einen Gefallen und kümmere dich von nun an um diese nervigen Koch. Danke, das ist kein Problem für mich. Ich kenne doch das Rezept für Öl. So, okay. Ah, ich habe Öl. Bitteschön, Bram, die 3 Flaschen Öl, die du bei Herrn Docke bestellt hast. Sehr lecker. Diesen vergesslichen Zauberer brauche ich nicht mehr. Dein Öl schmeckt viel besser. Easy. Okay, hast du einen Auftrag für mich? Okay, auch nicht. Aber ich kaufe dir dein Silber ab. Der ist bestimmt schwer. Und dein Faden. Und 2 Heiltränke. So, und mit dem Silber, das wir uns jetzt ergaunert haben, werden wir unseren Stein verbessern, der genau da hinten ist. So. Ist ja groß geworden, der bringt aber irgendwie nichts. Voll nutzlos. Kann ich den noch weiter verbessern? Nö, ich weiß gar nicht. Verpisst euch doch, ich will dich nicht füttern. Na gut, haben wir den Stein wenigstens verbessert. So, und nun möchte ich gerne Seile herstellen. Easy going! So macht man das. Ich brauche noch ein Seil, ne? So wird das richtig fix gehen. Zack. So, wie sieht's aus mit den Fortschritten? 73% bei ihr. Was ist das Höchste, was wir haben? Oh Gott, ist noch lange nicht fertig. Ich glaube, die waren fertig, oder? Ja. Na, was soll's. So. Mehr Baumwolle. Wir kriegen jetzt insgesamt 21 Baumwolle hier raus. 3 verschwenden wir. Das heißt, es bleiben noch 18 übrig. 18 Baumwolle pro Schlag. Okay. Damit kann man leben. So, schon haben wir genug. Und der Steg ist fertig. Yay! Irgendwie kann ich aber nicht auf ihn raufgehen. Das ist irgendwie nur kosmetisch. Naja.
Dann können wir auch Madame widerrufen, ne? Nein. Oh, direkt vor meinem Haus. Oh Gott. Akku, der Anhänger ist zerbrochen. Der Kristall ist zu Sternenstaub zerfallen. Das tut mir leid, das habe ich vergessen. Der Kristall kann den Planeten nicht verlassen. Nur ich kann ihn mitnehmen. Ich schenke dir ein paar Süßigkeiten, um es wieder gut zu machen. Ja, Kuchen, Süßigkeiten. Ich mache dir einen unglaublich leckeren Wackelpudding. Bram hat mir das Rezept beigebracht. Warum findet das? Klingt gut. Hey, ich habe einen Wackelpudding gekauft. Hier, bitte. Er ist klebrig lecker. Boom. Du hast alles gegessen. Nein, ich will noch nicht nach. Nein, nein, nein. Hey. Gut gemacht, Akku. Der Steg ermöglicht es dir, Fische in den Tiefen des Sees zu erreichen. Gehen wir angeln, Moon? Einen Scheiß kann ich. Komm doch nicht hin. Hey. Keine Aufträge. Gut, dann lass uns mal nach Ancora reisen. Ich habe dort Schneemänner zu schlachten. Ach. So, hattest du noch einen Auftrag? Okay. Kann ich bei dir was Tolles kaufen? Silber. Ich weiß nicht, wozu ich das noch brauchen werde, aber ich werde es brauchen. So, wo versteckt ihr euch, Schneemänner? Kriegst einen mit der Faust hier. Aber das ist ja wesentlich effektiver. Wie aggressiv sie drauf ist, ey. Ich habe das Gefühl, ich konnte ihn wieder mal nicht treffen. Holen wir den Stab raus. So, Schneemanni, Schneemanni. Ich sehe da einen. Take this. Und das noch einer, ja. Das ist doch jetzt eine nice Kreatur, oder nicht? Ja. Ich meine, das ist ein Schneemann. Jetzt brauche ich nur noch einen einzigen Schneemann. Komm schon, Spiel. Lass mich nicht im Stich. Ich will nicht noch einmal Benzin verschwenden, um hierher zu kommen. Also tu mir den Gefallen. Habe ich den Auftrag von Hute? Nein. Können wir zu Hute laufen. Hallo Hute. Was ist das für ein Baum da draußen? Ich kenne ihn nicht. Es ist eine Ancora-Palme oder so. Es gibt nicht viele in dieser Gegend. Nein, diese Spezies schlägt nicht auf jedem Land Wurzeln. Als ich ihn fand, beschloss ich, mein Lager hier aufzuschlagen. Die Früchte sind essbar. Ach da, das... Ulme oder was auch immer ist. Ich habe versucht, neue Bäume anzupflanzen, aber die Samen keimen nicht in dem gefrorenen Boden. Warum nimmst du nicht ein paar Früchte mit und pflanzt sie an einem wärmeren Ort an? Es gibt nicht mehr viele Pappeln auf diesem Planeten und es wäre schade, wenn sie aussterben würden. Pappeln. Jetzt muss ich die Pappeln erstmal. Ja. Schneemann! Please! Tu mir den Gefallen. Da muss auch ein komischer Schneemann hier sein. Ich glaube nicht, dass das was wird mit dem Schneemann. Du bist auch kein Schneemann. Bezieh dich. Weißt du, hier sind schon wieder alles mögliche für Tiere, aber kein Schneemann. Das ist Murphys Gesetz, Freunde. Murphys Gesetz.
wünschte, ich könnte feiern, aber es geht nicht. Kein Schneemann für mich heute. Ja gut, dann zurück und wieder hin, hin und zurück. Wir müssen eh die Bäumchen anpflanzen, von daher machen wir das erstmal. Oder außerdem muss ich schlafen. Schade, sagte der Zero. Gut, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen auf meinem Planeten wieder. Und dann pflanzen wir das Bäumchen an und kommen wieder nach Ancora zurück. Haut rein, euer Zero. Tschüss.